Ja. Aber ich muss doch nicht die Symbole zählen, oder? Nee, zum Glück nicht. Es sind andere Symbole. Ah, sehr schön. Immerhin kann ich jetzt sehen. Ich soll alles anschauen. Klospin. Oh, danke. Gar nichts. Ah. Super. Oh. Okay, da unten ist ein Schlüssel. Gut, wir gehen hier wieder raus. Geht. So, nochmal. Wie heißt das Spiel? Eight. Ja. Und jetzt habe ich. Da fehlt noch eins. Ja, eins fehlt noch, das E. Oh mein Gott. Genau, Dankeschön. Das war das, was ich gesucht habe. Also gibt es irgendwo noch ein Buch mit einem E. Ja, ich weiß, es geht mal wieder zu. Ich brauche irgendetwas, um den Candlestick anzukändeln. Hier. Oh, da steht was. Oh, das hätte ich nicht gesehen. Danke. Genau, jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt's nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Thank you.
da würde ich gerne reingehen. Was hat das denn jetzt gebracht? Orange, Blue, Red, Green. Aber wohin? Orange, Blue, Red, Green. Es ist kein Horrorspiel, es ist eigentlich eher... Enlightenment. It's for the greater good. You'll see. Summer 92. Strange Way 2. Summer 92. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich hab die... böse Befürchtung, dass ich Hilfe brauchen werde. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ist da... nein. Oh, Blut. Noch mehr Blut. Ich weiß halt eben bei keinem einzigen Ding, was es denn ist. Ne? Ah, Dings ist 21. Dann ist das 1. Ah, jetzt verstehe ich es. Gut, okay. Also, wir haben oben eine 1. Sind die jetzt erst erschienen oder was? Die Rätsel ja sehr, sehr gut, aber das ist an sich so nicht lösbar. Sonst steht da nichts. Wales. Wir sind in Wales, okay. Wales. Das sind ja noch mehr, ne? Da oben ist ja beschrieben, wie man an die Safe Codes kommt. Aber puh.
Ach, warte mal. Ich muss mal zurück in das erste. Vielleicht steht ja noch alles drin in dem Raum. Die Symbole. Oh, da ist ja noch was. Ah, die grüne Candle. Und, aha, das ist 22. Gut. Das Ding ist 22. Ne, nicht die Codes. Ich will wissen, wo sie stehen. So, wir haben 22, dieses komische Hörnchen. Das komische Hörnchen. So, was war das? Also minus 19. Was war es? 22, ne? Minus 19 ist 3. Das heißt also, das ist 3. Oder? Ja, ich weiß ja auch nicht. Das finde ich gerade so ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Wo stand das hier? Ja, also es ist 3. Das Dreibein ist 3. Oh. Die Taschenlampe. Da war ein Fehler im Spiel. Aber die Taschenlampe flackert. Willst du mich verarschen? Jetzt von dir schon die Codes vorgesagt bekommen muss, dann ist das kein Spiel. Dann haben wir das jetzt mal angetestet, aber es ist halt dann nichts. Weil ja, das kann ja nicht sein. Ich glaube, dann lassen wir das, weil ich meine, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6-stelliger Code und wir haben jetzt die zwei ersten und keinerlei Ahnung, wie es weitergehen soll. Wir haben eine von 4 Kerzen und wissen zwar, in welcher Reihenfolge wir sie hinstellen sollen, aber boah. Wir haben das Ding, wissen aber nicht, wo das sein soll. Deswegen, ja, das macht dann keinen Sinn. Tick, tock, tick, tock. Ja, ich weiß. Das ist das Bad. Nee, das Bad ist es nicht. Ich kann springen. Wieso kann ich springen? Es gibt keinen Grund. Wo stand das hier genau? Orange, Blue, Red, Green. Green ist das letzte. Ja, aber ganz im Ernst, ne? Ich komme ja kein Stück weiter. Ah, N. Mhm. Was fehlt denn bei der anderen Eulenfigur? Backtracking. N. Aber keine Ahnung. Wow. Das Springen funktioniert auch in keinster Weise. Hm.
Doch, hier funktioniert's. Das nützt halt nur nichts. Oh, man kann aus der Map jumpen. Und sich festbacken. Okay. Eieiei. Es ist alles so furchtbar langwierig und ich verstehe das mit den Figuren auch nicht. Ja, es ist also kein Horrorspiel, es ist ein Rätselspiel für Leute mit viel Geduld. Schreibt der Revenger gerade und der hat einfach recht. Alter, vor allen Dingen ist die Steuerung hiervon ganz furchtbar. Ich würde ja gerne reingucken, aber das ist nicht so einfach, so geht's. So, ja. Gut. Ja. Ah, ich würde sagen, da ich das jetzt nicht... Ah, guck mal hier, oder? John Bellow and I have been taken against my will. I do not know who my kidnappers are, but they have trapped me in this room by all they're doing this. Oh, you find my family and them, I love them to live fear for my life. Okay. Ja, 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 ja. Oh. Ja, natürlich nicht. 1, 2, 3, 4. Ich verstehe es nicht. Sollen wir in das... Ah, oh. Ich habe einen Schlüssel. Ja gut, solange wir langsam noch weiterkommen, ne? Aber wir haben ja auch gar nichts zum Aufmachen. Ja, es geht wie immer alles aus. Jetzt habe ich einen Schlüssel gefunden, den ich nicht brauche. Aus dem Text gar nichts raus, was jetzt für mich irgendwie sinnvoll wäre. Irgendein Tipp, was nicht gerade der Code an sich ist, weil der ist, wäre Quatsch, weil... Tic-tac, tic-tac, das sagt.